Getränke holen. Aber egal, jetzt machen wir erstmal Feuerschaden. Oder? Passiv, Zauberschaden, Wurf wiederholt jede Sekunde magischen Schaden. Genau, sieht aus wie... Das ist jetzt doof, weil mein Tower fällt und ich da nichts gegen machen kann. War nicht gerade noch der feindliche Aatrox da? Nein? Ha. Ah, fuck, das war sehr eng. Was hatten die andere Katharina? Die hat auch... Ne, was hatten die? Moment, die feindliche Katharina hat weniger. Die hat nur fertige Schuhe, sonst hat sie weniger. Schon wieder kein Mana? Doch, noch Mana, alles gut. Aber die kann irgendwie die Katha doch so ein bisschen spielen, weil ich habe das jetzt, glaube ich, mein drittes oder viertes Game mit ihr. Und ja, keine Ahnung, da ist es natürlich nie so ideal, wenn man genau gegen den gleichen Champ kommt. Sorry wegen Feeding. Alter, 4-0. Ja, das ist nicht so ideal, aber naja. Passiert halt auch mal. Ich habe auch schlechte Games, von daher, ich sehe das relativ gelassen. Und die Sprüche von Katha mag ich leider nicht. Warum? Weil ich es kann. Nee, keine Ahnung. Wie die immer rausflasht. Oder ist das ihr Sprung von der Ulti? Ich weiß es nicht. Na also. Fünf-zwei, das ist doch okay. Durchaus okay. Ja, mit den Minions muss man noch ein bisschen, glaube ich, das muss unser Blitzkrieg noch ein bisschen was üben. Dass er da auch mal den Champ trifft. Aber hat ja auch schon ein paar Mal geklappt, von daher so ganz schlecht ist er auf jeden Fall nicht. Und ohne ihn hätte ich auf jeden Fall zwei, drei Kills auch nicht bekommen. Ja, machen wir jetzt hier einfach mal so ein bisschen... Ja, okay, ist gut, Katha. Komm, 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 stirb noch, stirb noch, stirb noch. 25 HP hatte die noch. Ja, egal. Das war jetzt irgendwie scheiße gelaufen. Schade. Magieresistenz will ich eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß aber auch nicht, was ich will. Ich muss gucken, hier, es gibt doch noch so ein paar Items, die ich auf jeden Fall wollte. Griff des Todesfeuers kauft man sich eigentlich, ne? Ich glaube. Das kauft sich in die feindliche Leben- und Fähigkeitsstärke. Und man geht und migriere sie. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das wäre in der Tat auch nicht schlecht. Ja, egal. Freuen wir uns jetzt. Jetzt hat sie aber schon wieder mehr Items als ich, gell? Oder? Nee, hat sie nicht. Sie hat sich nur ihre Schuhe verzaubert. Sie hat sich noch nicht... Ich habe ein komplettes Item-Vorsprung noch, oder? Also fast. Oder? Ich glaube schon, ne? Egal, mehr Leben ist auf jeden Fall gut. Welches Level ist denn die? Auch schon 11. Na, schade. So einen krassen Level-Vorteil habe ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr, aber... Egal, passiert.
Lol, was geht denn da ab, Alter? Alter, komm doch, wo seid ihr denn alle? Das war jetzt ein bisschen scheiße. In der Tat. Ja, super. Was mache ich denn jetzt? Jetzt kaufe ich mir nicht die Sachen, die ich mir kaufen wollte und... Ach, keine Ahnung. Na super. Na also. Oh, Nocturne. Den holt ihr euch doch jetzt, oder? Holt ihr euch den? Kurz ein bisschen markieren. Aber ich glaube, das bockt die gerade nicht. Die wollen den jetzt kriegen. Und da kommt schon wieder der nächste zurück, ne? Na. Na, Double Kill, Junge. Na, also, und ich sehe die anderen drei, das heißt, keiner ist hier in der Nähe. Das heißt, ich kann backporten. Bam. Und mir das hier holen. Und dann kann ich mir endlich Rabadons holen. Also das hier. Achso, nee, ich habe ja. Jetzt habe ich ja das eine Item da wieder verbraucht. Okay, dann hole ich mir das. Und einen Heiltrank. Immer noch. Gegen Ignite oder sowas. Na gut. So, 8-4. Ja, das läuft. Auch wenn unser Team zurückliegt. Wer ist denn da so zurück? Twisted und Aatrox. Ja, das ist doof. Aber Blitzcrank hat mir echt gut geholfen. Und steht auch nur 3-6, von daher eigentlich okay. 6-1 ist natürlich nochmal ein bisschen besser als 8-4 hier unser Ezreal, aber... Ich würde sagen, für das vierte Spiel, oder ich glaube, es immer noch war das vierte Spiel. Ezreal Ulti? Nein, hat er nicht, scheiße. Oh, doch hat er. Und... nice. Ah, okay, Leute, ich muss eine kurze Pause machen. Und ja, bis gleich. So, und jetzt ist der Eddie hier im TS, der Blitzcrank. Von gerade. Beziehungsweise von die ganze Zeit. Ja, und ja, jetzt ist das auch ein bisschen einfacher mit der Kommunikation. Hoffe ich mal. Ja, die Katharina, also dafür, dass ich das dritte, vierte Mal irgendwie Katharina spiele, muss ich ja sagen, finde ich ja, ich bin gar nicht so schlecht. Ja, würde ich auch sagen. 8-4, war auch nicht schlecht. Hihi. Okay. Ich liebe es ja eigentlich als Champ den gleichen Champ kaputt zu machen, weil man dann merkt, ob man besser ist oder nicht. Wobei es natürlich auch manchmal ein bisschen Team ist und so. Oder Glück. Jo. Aber, ja. Der Ezreal sollte doch mal weg, auf jeden Fall. Zauberschuhe sind schon die richtigen, oder? Weißt du das? Ja. Okay. Weil ich spiele die Kata irgendwie, wie gesagt, zum dritten, vierten Mal und... Ja, ja, doch. Aber ist okay. Richtig. Dann alles gut. Was? Ezreal? Was? Wie Defmi? Verstehe ich nicht. Der ist deutsch, oder? Ja. Okay. Weil er die ganze Zeit in Englisch schreibt. Keine Ahnung warum. Ja, wahrscheinlich Gewohnheitssache, ne?
Boah, was für ein Farm man hier auch kriegt mit der Kuh und der Weh, ne? Oh, das ist nicht schlecht. Okay, jetzt sollte ich da weg. Wollen wir jetzt eigentlich schon in der Mitte durchpushen, was meinst du? Achso, okay. Dann Drake. Dragon, ja. Auch wenn es noch ein bisschen dauern wird, ich bin auch unterwegs. Alter, ist der schnell down, ne? Ja, 5 gegen Dragon, so. Oder 4, das geht schnell. Sorry. Schon okay. Ja, 10-4 ist doch, also, da kann man sich echt nicht mehr erwarten. Und ich dachte am Anfang schon, wir verlieren, weil wir keinen Jungler haben. Ja, mein Gott. Aber da haben die auch doppelt mitgespielt. Sehr komisch. Ja, das ist irgendwie... Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Ich habe aber auch erstmal einen Moment gebraucht, bis ich verstanden habe, dass die überhaupt, also dass die einen Midlaner haben. Ich war mir schon sicher, dass Katarina Mitte geht. Und dann habe ich erst gesehen, hä, Ahri? Ist doch irgendwie gar kein Support. Aber die war am Anfang unten, also. Ja, bis sie gemerkt hat. Oh nee, oder? Au. Nein, bitte nicht. Okay, schade. Das war's. Ah ja. Tower noch zerstört. Jetzt kann ich mir endlich Dings kaufen hier. Übergroßer Stab. Dann kann ich mir irgendwann auch mal Rabadons kaufen. Ich wollte ganz am Anfang wollte ich mir Rabadons holen, da habe ich gemerkt, ah nee, ich muss mir doch Leandris Qual holen. Dann habe ich gesehen, die andere Katharina holt sich Leben, dann hole ich mir lieber auch mal Leben. Also habe ich mir Kristallzepter geholt und jetzt hole ich mir erst Rabadons. Ja, ich mache das andersrum, aber okay. Was machst du ja. Andersrum? Erst Rabadons also und dann... Ja, genau. Ja, ja, wäre wahrscheinlich schlau gewesen. Machst du erstmal mehr Schaden, aber das Überleben ist natürlich auch immer ein guter Aspekt. Ja, kommt wahrscheinlich meistens auf Team an, also auf der Genosche. Ob die ja. Eher so. Da ja, muss man gucken. Ja, ich mach's mit Fiora auch immer so, dass ich mir eigentlich nur Schaden kaufe, aber vorgeschlagen werden meistens auch so Sachen wie Frosthammer oder sowas. Ja, den hole ich mir auch immer. Ja, ich spiele halt eigentlich voll auf AD, also nur mit Hydra, Blutdürster, KDU, Botrick. Ja, was schreibt denn der immer? Die in Darkness, hat er vorhin schon mal geschrieben. Was meint er damit? Wahrscheinlich Nocturne Ulti, Darkness, keine Ahnung, weiß nicht. Ah, ach so, gegen Nocturne, ja gut, das kann sein. Ja, aber schön, wie es gerade läuft, gefällt mir. Ja, wohl top nicht so gut war, aber... Naja. Ja, okay, der Aatrox hat am Anfang ein bisschen gefeedet. Da wollte er sich gerade wieder hochheilen. Heilen ist echt heftig. Also, da 101 macht, das jetzt schon. Au, au, au. So. Ist hier noch irgendwo ein Feind? Ja, Ahri. Ho. Das war knapp. Aber cool. Ja. Also was mache ich hier eigentlich für komische Bewegungen, wenn ich mich backporte? Was ist denn das für eine Pose? Da hat jeder eine eigene Pose, also. Ja. Keine Ahnung. Oh, 370 AP. Was hole ich mir jetzt noch so leer? Nee. Griff des Todesfeuers, glaube ich, muss ich mir noch holen. Das ist ein gutes Item. Oh, das ist nicht mehr, das bringt ordentlich AP. Ja, ja, will ich doch eigentlich auch, oder? Nicht? Ja, ist schon richtig. Was wäre dann? Dann mache ich das mal. Ja, also 400 AP fast schon, das ist auf jeden Fall cool. Wobei ich habe eben ein Spiel gespielt, da hat Vega 700 oder 800 oder sowas gehabt. War zwar ein Botgame, aber trotzdem. Ah, Vega, der kann mit seinen Kuh ja auch seinen. Na, hier, das hoch machen halt. Na, eben, ja, gut, klar, sonst hätte er es auch nicht gehabt. Aber fand ich schon auch nicht schlecht. Weil der hat dann auch einfach mal so irgendwen gecaged und einfach mal so BAM, tot. Ja, vor allen Dingen dein Ulti gegen Magier ist jetzt stark. Weil das macht ja, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall macht das eine ganze Menge Schaden, nochmal 80% ja. Von der Fähigkeitsstärke oder so. Hä? Hast du den nicht getroffen? Doch, aber der kann so ein Schild machen, dass er nächste Fähigkeit abblockt.
Ah, okay. Das hat er Schmerz auf dem Macht jetzt. Das nervt lang ein bisschen. Naja, egal. Ja, ja, schreib du mal weiter, Junge. Okay, gut. Da wollte ich irgendwie igniten und es hat nicht mehr gereicht von der Range und ich habe keine Lust auf Aatrox. Findest du auch, dass Aatrox ein OP-Champ ist? Ja. Ich habe gegen den auf Top gespielt und das ist so schwer. Ja, finde ich auch, aber ich hab ehrlich gesagt fast immer gewonnen in den. Ja, wenn du einen guten, wenn du einen Jungler hast, der dir hilft schon. Ich hatte letztens einen, der meinte so, nö, Top gank ich nicht. Obwohl ich, also ich hab's glaube ich auch ohne Jungle geschafft, aber das war echt ganz, ganz knapp. Und selbst wenn ich 4-1 hatte. Ja, da entscheidet halt das Early Game auch krass, ne? Ja, da hatte ich. Ah, da haben sie surrendered. Ich wollte gerade noch den Kill machen. Ach so, also doch, siehst du, Report Ari Troll. Also war es doch ein Troll-Pick, ich dachte mir schon. Ja, das wäre sonst echt komisch. Ja. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für dich, das habe ich schon mal gesagt irgendwann. Vielen Dank an dich fürs Mitmachen. Ja, keine Und, Problem. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.